Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute möchten wir ein wenig in der Base was bauen. Wir möchten soweit mal alles vorbereiten, in Twilight zu gehen. Oder beziehungsweise sogar dann mal rübergehen, dass ich da mal dann anfangen kann, nach Erzen zu suchen. Ein paar Maschinen bauen. Also nicht viel und kriegen wir auch bestimmt in 30 Minuten rein. Ja, macht schon am Anfang einen Witz, ich weiß. So, also, wir möchten auf jeden Fall, ich möchte haben nach dieser Folge definitiv den Ohrwascher. Den möchte ich definitiv haben. Ich möchte den Electrolyzer haben, weil der ist auch sehr wichtig. Distillery eventuell und Fluid Solidifier eventuell. Ja, es gibt ein paar Sachen, die wo man braucht. So, das heißt jetzt, Stahl ist momentan nicht mehr das Problem. Das habe ich jetzt schön brav immer durchjagen lassen. So, wir brauchen. Stück. Dann hätte ich gesagt, lasse ich die mal gleich laufen. In der Zeit können wir nämlich was anders machen. Und zwar, ich habe da schon mal irgendwas vorbereitet. Ich habe ein bisschen Stahl übrig gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir das schon. Ich habe es sogar schon im Inventar. Brauchen wir nämlich dann gleich fürs Lager. Als allererstes. Das ist nämlich Catwalk. Ich hoffe, dass er nicht zu laggy wird, weil sonst muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich noch mal einen flinten Stil vorne habe. Nein. Also da auf jeden Fall schon mal nicht. Das kann nämlich sein, dass ich dann noch mal ein Feuerzeug basteln muss. Ich glaube, ich habe schon das letzte Mal nachgeguckt. Dürfte eigentlich nicht da sein. Nein. Okay. Also, dann bauen wir jetzt auch noch ein Feuerzeug. Das heißt, ich brauche ein Flint. Mal hier. Ich brauche dafür ein kleines Zahnrad und eine Spring. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall, halt, jetzt machen wir in der Bending. Dann machen wir davon, also zwei Rods, vier Rods, eine Platte, also fünf Stahl. So, also kriegt man auch sein Zeug weg. So, das ist die. Ja, und ich weiß, ich habe da irgendwas, aber ich muss davon richtig viele bauen. So, das heißt, wir nehmen jetzt schon mal dich. Dann hätte ich gesagt, ich mache es ja. Also kann ich es ja auch verwenden. Das war dann, glaube ich, der hier. Die zwei und dich, dann habe ich schon mal das Kleine. So, und jetzt brauche ich das, glaube ich, das Ding hier in der Bending. Muss ich nur gucken. Auf dem Circuit. Circuit 1 ist in Ordnung. Müssten eigentlich wieder alle da sein. Und das ist dann der Bonus. Wenn ich eine da gehabt habe, die ist dann irgendwo momentan unterwegs. So, dann heißt es jetzt, wir müssten eigentlich alles haben. Dann heißt es jetzt, wir brauchen das hier. Und dann hatte ich gesagt, brauchen wir das hier. So, dann haben wir jetzt schon mal das Tool, das uns weiterbringt. So, und dann brauchen wir den Catwalk. Muss ich mal schnell schauen. Gauged. Dafür brauche ich eine Leiter und vier Stück. Muss mir das mal anschauen. Habe ich nämlich bis jetzt auch noch nicht. Also schon vor langer, langer Zeit habe ich den mal vielleicht gebaut, aber sonst eigentlich nicht mehr. Ich müsste eigentlich, glaube ich, hier vorne noch Leitern haben.
Jawohl. Dann sind wir schon mal hiermit zufrieden. Dann haben wir nämlich beide gebaut. So, als allererstes brauchen wir aber erstmal den Steel Grate. Wie gesagt, vorm Assembler macht es keinen Sinn. Wie gesagt, wenn wir jetzt natürlich noch einen Extruder hätten in MV, hätte ich halt schneller drankommen. Dann werde ich auch das Hauptzeug bauen. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass wir überhaupt mal den Hauptgang haben, dass man da mal ein paar Sachen hinbauen kann. So, dafür brauchen wir 5 Rods und 3 Schrauben. 5 Rods und 3 Schrauben. Oh oh. Ah, okay. Er hat's gemacht. So, wir haben 21 Stück. Heißt, ich hatte noch eine übrig. Dann brauchen wir jetzt dann den da. Dafür brauchen wir jetzt 4 und eine Leiter. Dann haben wir schon mal den da. Und den Rest nehmen wir jetzt die da und schmeißen das da rein. Und ich sehe schon, ich brauche Schrauben. Also prügeln wir mal ein paar Stangen durch. Ja, wie gesagt, ohne diese Maschinen macht es absolut keinen Sinn, die zu bauen, weil sonst ist es einfach nur Verschwendung. Stell mir gerade vor, man baut sich das Zeug, wenn man noch die Schrauben aus einem Ingot macht. Macht bestimmt Sinn. So, und jetzt haben wir einen Catwalk. So, und einen Caged. Der Haupteingang wird hier sein. Ich habe da nämlich schon mal ein bisschen rumgeplant. Ich glaube, 14 Mal abgerissen und wieder aufgebaut. Uah. Und zwar, zuerst habe ich das nämlich versucht, in die Länge zu machen. Bis ich gemerkt habe, es bringt nichts, weil ich bin hier begrenzt. Ich bin hier begrenzt, aber ich bin hier nach hinten nicht begrenzt. Ja, ich habe jetzt dann sozusagen meinen Rundumlauf und habe aber da drin genügend Platz. Und wie gesagt, wenn ich dann noch länger werden muss, weil ich jetzt dann hier auch noch mal einen Gang mache und dann die nächste Reihe kommt, ist es kein Problem. Und wenn ich merke, okay, ist viel zu viel, ich brauche so viel Draw gar nicht, ja, dann mache ich es halt wieder kleiner. Ist alles skalierbar hier. Genau, also jetzt nehmen wir sozusagen erstmal die Catwalks und klatschen die mal hier dran, weil wir möchten ja sozusagen erstmal hier hinkommen. So, dann gehe ich jetzt aber mal hin und hau den weg. Die Stiefel sind jetzt gerade total super. Okay, das heißt jetzt aber, ich brauche das Ding unten. Dann kommst du jetzt hier hin. Und jetzt kommt das Werkzeug zum Einsatz. Ich hoffe, dass das. Also da jetzt kann man mit dem Werkzeug sozusagen das Geländer wegmachen und auch den Boden. Das heißt, ich kann jetzt sogar hier hingehen und ich kann den aber auch wieder hinmachen. Also momentan macht es keinen Sinn, dass ich hier den Boden offen habe, aber wir haben eine Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt dann hier nach unten gehen. Ja, das werden wir immer wieder mal machen. Es kann auch sein, dass der dann hier wieder wegkommt, dass der dann eigentlich mehr hier mittig drin sein soll. Ich muss es gucken, wie es am besten ist. So, dann hätte ich gesagt, wir machen auf jeden Fall mal die Reihe soweit fertig. So, und dann gehen wir auch mit dem Tool wieder hin und machen da weg, da weg, da weg, da weg, da weg. Und hier kann, ja, und hier macht er erst gar nichts hin, weil ich hier einen Block habe. Genau. So, dann machen wir auch dasselbe hier. Denn ich habe jetzt schon angefangen, sozusagen die ersten Sachen reinzuräumen. Ja, und ich hätte jetzt mal gesagt,
Das ist jetzt mal die erste Reihe. Da kommt dann hier noch der Weg hin. Weil das habe ich mir auf jeden Fall gesagt, dass ich bis zu der Kante dann das machen mit dem Weg. Ah, dann habe ich jetzt dann hier und dann kann ich jetzt halt nochmal, brauche jetzt dann nochmal 4 Stück. Ah, und wenn ich halt immer wieder wegen Stahl übrig habe und ich kann sagen, okay, ich kann auch genügend produzieren, weil momentan ist mein Problem, ich brauche Eisen, Eisen, Eisen. Weil, wenn man sich jetzt mal hier so in die Kiste reinschaut, ich habe jetzt noch ein Stack und 12. Ich bin aber auch fast blank vom Erz her. Genau. Darum macht es dann auch mal Sinn, dass man da ein bisschen weniger macht. So, dann brauche ich jetzt aber auf jeden Fall auch Zinnkabel. Ich habe ein bisschen was noch da. Ich brauche auf jeden Fall alleine schon mal, ich brauche 4 Stück, das heißt, ich brauche dafür schon mal 8. Dann gehst du da rein, du gehst rein, du gehst rein. Also, 1, 2, 3, 4. Und dann hätte ich gesagt, 1, 2, 3, 4. Da kommst du da rein, dann sind wir zufrieden. Genau. So, jetzt habe ich noch wie viel Kabel? Noch 3. Viel zu wenig. Dann hätte ich gesagt, wir holen uns mal schnell hier 12 Stück raus. 12 Stück rein. Sekunde. Stahlschrauben und davon. Ich hab da so eine ganz kleine Vermutung, woran das gerade scheitert. 1, 2, 3, 4. Ich bin froh, wenn die momentan arbeiten da hinten. Ich kriege meinen Kühlschrank nicht weg. Noch nicht. Tonung liegt auf noch. Gehe ich jetzt noch mal ein oder brauche ich? Ist mir jetzt verarschen? Ganze Zeit bis gelaufen. Hast nur Startschwierigkeiten gehabt. Okay. Dann nehme ich es dir nicht übel. So, jetzt haben wir noch 2 und eine Schraube. Schraube hier rein. Das Steel geht erstmal hier rein. Das Pulver gleich wegarbeiten. Wir schmeißen dich rein. Dann hätte ich gesagt, machen wir gleich. Wenn ich schon sage, dann machen wir es auch gleich. So. Jawohl. So. Das heißt, wir haben jetzt schon die Reihe komplett fertig. So. Und warum baue ich das Ding jetzt genau so auf? Beim letzten Mal ja schon erwähnt, ich muss mir es angucken. Habe ich. Und zwar, ich habe für mich selber herausgefunden, also das Ding heißt, wenn in der Config eingestellt ist 4, dann heißt es 4 in jede Richtung. Also das heißt, in die Richtung 4, in die Richtung 4, nach oben 4, nach unten 4. Das heißt, der Platz, wo es hier ist, wird der Drawer-Controller reingebaut. Das heißt, für jedes Regal gibt es einen. 1, 2, 3, 4. Hier hinten kommt dann Nummer 5 hin, weil das ist dann der hier. Ja, und auch bei dem wird es dann auch so sein. Da kommen dann 4 hin.
Und dann haben wir auf jeden Fall ein vernünftiges Netzwerk, denn ich habe zuerst überlegt, was mache ich am Anfang? Mache ich ein Drawer-Regal, mache ich ein Kistenregal, nehme ich Project Red, nehme ich Logistikpipes, also mit Logistikpipes ein bisschen auseinandergesetzt. Logistikpipes ist in Ordnung, also habe ich mir so gesehen. Ich brauche halt auf jeden Fall Strom, also das heißt, der Stromfluss muss auf jeden Fall voll laufen. Aber, also ich bin jetzt noch nicht final in der Lösung, aber ich brauche einmal das Reward-Awareness Upgrade von Ender.io und das ist HV. Das Zeug ist MV. Eye of Ender ist HV. Okay. Dann gibt es natürlich noch die Bildschirme. Die Bildschirme, die Bildschirme, die Bildschirme. Die sind hier. Ich habe jetzt bis jetzt, also auch HV. Ach so, das ist dasselbe. Ja. Pulsating ist, soweit ich weiß, auch. Nee, sogar MV. Das Display ist MV, weil ich Aluminium dazu brauche. Also das ist auch kein Problem. Und ich brauche noch eine Flüssigkeit, die habe ich mir jetzt aber noch nicht angeguckt. Und zwar den Nutrient Distillation Bucket. Aber das macht man in der im Ender.io in der FAT. Ja, also sozusagen, da macht es eigentlich am meisten Sinn, Rotten Flesh zu nehmen und eventuell Pilze, weil Pilze brauche ich ja auch für meine Blöcke. Weiß ich jetzt nicht, fermented spider eye ist, ja, ist ein bisschen schwerer dran ranzukommen und vor allem das mit Feldern zu automatisieren. Darum geht es mir. Also lieber ein bisschen weniger. Aber könnte dann irgendwann vollautomatisch laufen. So, das Zeug braucht man auf jeden Fall und ich brauche die Conduits. Die Conduits sind, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also Fluid Conduits ist MV, definitiv, weil ich brauche Electrical Steel. Brauche ein EBF dafür. Aber wie gesagt, MV ist ja kein Problem, weil 2LV ist MV. Das heißt, sobald der EBF geht, ist der herstellbar. Und dann braucht man noch das Item Conduit. Dafür brauche ich ein Pulsating Iron Plate. Und das macht man im EBF. Auch mit Cupronickel. Also auch absolut kein großes Thema. Wer macht denn das Rezept freiwillig? Es muss heißer sein, es dauert länger und braucht mehr Energie. Okay. Ja, okay, wenn man halt keine Oxygenproduktion hat, aber die muss man halt aufbauen. Und sobald ich MV habe, wird es da sowieso dann eine Oxyproduktion geben. Oxyhydro und so weiter und so fort. Das ist dann auch kein Ding. So, also auf jeden Fall diese Sachen braucht man und durch die Controller kann ich die ansteuern. Also das heißt, ich brauche dann für jeden Controller brauche ich dieses Awareness Upgrade und das ist HV und Logistik-Pipes. Wenn du da richtig was machen willst, wie zum Beispiel Crafting und sonst was, brauchst du auf jeden Fall Strom. Okay, du hast vielleicht diese Remote Order.
Aber du brauchst diese Logistikpipes, die kosten uns Diamanten. Habe die Grüßern. Wir sind im. Okay, sie gehen in LV. Also ist LVMV. Aber. Also. Da bin ich wirklich beim Überlegen, ob ich nicht sozusagen. Dann lieber ich mir erstmal hier bei der Draw alles mir aussuche, die anderen Kisten dann ordentlich aufstelle und dann halt mit den Pipes von Ender.io arbeite, bis ich dann irgendwann von AE und da muss ich auch für eine vernünftige Stromgenerierung haben, dass ich mir da meine ganzen Sachen machen kann. So, also, Drake hat jetzt lang genug rumgelabert. Wir sagen mal, wir bauen jetzt auf jeden Fall mal als allererstes den Electrolyzer. Dafür brauche ich Goldkabel. Dafür brauche ich zwei Circuits. Dafür brauche ich ein Glas. Das habe ich jetzt momentan nicht da. Ich nehme mal gleich das ganze Glas mit, was wir jetzt vorne haben. Weil es macht meiner Meinung nach absolut keinen Sinn mehr, das Glas davon rumliegen zu haben. Na, darum muss jetzt auch ich immer peu à peu das Lager erweitern, weil wir möchten nicht mehr die ganze Zeit nach vorne laufen, weil sonst heißt das halt einfach für mich, ja, ich brauche mal schnell was, gehen wir mal schnell hier rein. Ah, alles klar, ist halt hier. Also die ganzen Blöcke, die wo mich jetzt halt interessieren, Festblöcke, werden jetzt sozusagen hier aufgestellt. Das sieht man ja schon einiges. Das heißt, hier kommt noch Nether Bricks und die normalen Bricks. Hier kommen jetzt dann die ganzen, alles was mit Kabel noch zu tun hat, mit hin. Hier hinten wird es dann losgehen, dass ich die. Zum Beispiel vielleicht auch Glas oder sowas mit reinmache. Also halt wirklich feste Blöcke und hier kann ich dasselbe machen. Also man sieht es ja auch, ne? Ich habe hier auch schon Drawer. Und ja, ich würde es halt ganz normal sauber erweitern. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich baue jetzt den Drawer-Controller irgendwo da hinten hin. Hab dann eins. 2, 3, 4. Ich könnte jetzt den noch mitnehmen. Aber nee. Ich probiere das jetzt erstmal so. Wie gesagt, vielleicht kann es auch sein, dass wir dann weniger brauchen. Und das habe ich jetzt erstmal einfach nur so gebastelt. Geht gleich. Geht dann. Wenn es uns beliebt, dann da auch so weiter. So, dann hätte ich gesagt, Electrolyzer. Was fehlt mir noch? Mir fehlt noch mein Casing und mein Kabel. So, das heißt 24. Ja, Drake labert wieder wie ein Wasserfall. Aber macht nichts fertig. Ist ja gut. So, ich hatte, glaube ich, 12 Stück nur. Ich habe die 14 danach. Ah, Steel Dust. Können wir gleich aufräumen. Ah, das ist jetzt auch das da. Wie gesagt, da muss ich aber dann in Base Bau mal ein bisschen vorantreiben. Ja, vielleicht stelle ich auch erstmal hier Kisten dann auf, dass ich dann sage, okay, ich kann es dann hier mal gucken. Und die Gänge hier frei machen, ne? Weil sonst kommt da irgendeiner vorbei, ne? So ein grüner Mann, der ist dann. Dann von der grünen Feuerwehr und sagt, ja, das tut mir leid, also hier ist zu wenig Sicherheitsabstand, wir machen die mal weg und dann macht's bumm. Wollen wir nicht. Also arbeiten wir mal dagegen. So, dann hätte ich gesagt, brauchen wir dich. Machen wir gleich zwei. Also, das heißt, es ist der Basic Electrolyzer. Ist somit abgeschlossen. Und momentan hätte ich gesagt, stellen wir die einfach jetzt mal mit hier mit hin. Und
Dann Electrolyzer erstmal weg. Und die Ohrwascher ist das nächste. Ich hoffe, dass ich die jetzt durch habe. Habe ich die vergessen? Wie ich mich kenne, bestimmt. Ich habe es bestimmt schon wieder verbraten. Oder ich bin von mir selber verblüfft und ich habe sie noch drin liegen. Ah, ich sehe gerade, mir fehlt auch noch ein Ring. Aber den feile ich mir jetzt. Beim Zinn ist es nicht so schlimm. Erstmal eine Stange fallen. Und das mit dem Hammer draufhauen. Dann haben wir unseren zweiten Ring. Danke. Weil das hätte sich jetzt wieder wie die Gummi gezogen, wenn ich das da durchgelaufen hätte. Wenn es ja nach mir geht erstmal, wenn wir es ja so machen. Ja, es geht nach mir, Drake. Es geht nach mir. Das ist dein LP. Hm, okay. Danke. Danke, Drake. Ich würde es halt irgendwann gerne so machen, dass ich hier halt, wenn das mein Haupteingang ist, das wird auch irgendwann so sein. Ich ziehe das Ding ja komplett erstmal gerade durch. Und dann wird mittig so eine Art Mega-Terminal stehen. Das heißt, wenn ich, egal von welcher Seite, dass ich dann komme, ich kann da hinlaufen und es ist gleich weit weg. Erst wenn AE so richtig läuft, dann macht es meiner Meinung nach erst Sinn, die Verkabelung auch so aufzubauen, dass wir auch hier unsere ganzen Sachen reinräumen können. Also und dann hier vielleicht noch einen Bildschirm hinmachen. Oder dann beziehungsweise hier einen Bildschirm hinmachen. Weil man sieht ja auch schon, ich habe jetzt hier zum Beispiel schon eine Kiste. Die wird irgendwann die abtransportierte Kiste sein. Das heißt, ich komme rein, ich habe mein ganzes Graffel, schmeiße rein, wird abtransportiert. Wie ich halt zurechtkomme. So. Ich habe jetzt noch 5 Stück. Achso, das sind die falschen. Ich habe keine 5 Stück mehr. Ja, fall mal runter. Kommst du nicht mehr so einfach hoch? So, dann kann ich dich da rein prügeln. Einlegen. Ich prügel nix. So, also das heißt, jetzt brauchen wir als nächstes dann die Rotorblätter. Dann schmeißen wir sie mal rein. Du kommst rein, du kommst rein. Zweimal Rotor. Dann brauche ich eine Pumpe. Oh, Washing Plant. So, dann brauche ich noch einen Motor und 2 Circuits. Ich brauche einen Motor und 2 Circuits. So, dann kommst du dahin. Ja, genau. Und dann Washing Plant Maschine Nummer 2 auch erledigt. Da kommst du erstmal hier hin. Das heißt, ich muss halt dann immer wieder mal Zellen holen. Ja, beziehungsweise, das machen wir gleich mal. Da kann der schon mal nämlich laufen. Und ich kann die Kiste, die wo draußen steht, dann auch langsam reinholen. Also, wie gesagt, das soll jetzt dann langsam peu à peu alles auch verschwinden. Auch der Stahlofen soll dann weg. Der Wassertank soll dann mal nach hinten. Ah. Doch gar keine blöde Idee, Drake. Nimm doch mal den Wassertank mit, den musst du da aus Versehen dran geschlossen hast, der wo sich gefüllt hat.
was du erst am Anfang nicht gewusst hast. Ist aber auch eine coole Idee, ne? Da kannst du eigentlich hingehen und sagen, okay, du machst jetzt da einfach einen Tank daneben. Am besten lieber zweien, am besten auch einen großen. Ich weiß gar nicht, ob das auch mit den Supertanks dann funktioniert. Muss ich auch mal testen. Wenn das halt mit Supertanks dann auch funktioniert, dann stellst du links und rechts einen hinten, Supertank genau da in die Mitte. Und von dem aus gehst du dann runter. So, aber wir haben jetzt dann auf jeden Fall mal erstmal hier ein bisschen Wasser. Ah ja, apropos, ihr habt es gesehen, ich habe mir eine zweite Dolly gebaut, weil, ja, irgendwann hat es mich aufgeregt. So, und jetzt können wir dann einfach mal hingehen und sagen, okay, was habe ich denn hier Schönes? Ah, hier haben wir Tetrahydrit. Lass mal laufen. So, und dann kann das nämlich die ganze Zeit weiterlaufen. Dann können wir unser Lepidolit laufen lassen, Tetrahydrit laufen lassen, dass wir Antimony und Lithium kriegen, dass wir dann auch in den nächsten Folgen mal anfangen können, endlich Batterien herzustellen. Dass wir dieses ganze Konstrukt, was wir hier haben, mal sauber aufstellen können. Genau. So, dann kann ich das. Die Kohle mal hier rausschmeißen. Ich habe mir hier, oh, genau, ich habe mir das Mist schon mal gebaut. Das ist sozusagen Set-Tone Tiles und Mushrooms, weil ich es einfach mal testen wollte. Also ich finde, es schaut nicht schlecht aus. Ob ich jetzt das, also ich kann es ja in allen Farben machen. Also momentan bin ich beim Überlegen, ob das sozusagen meine Hauptfarbe wird. Unten. Es kann jetzt aber auch sein, dass ich es dann in jeweilige Sparten aufteile, dass ich dann sage, okay, Energie ist mehr gelb. Warum auch immer. Warum ist Energie gelb? Ja, weiß. Gibt Yellow. Dann grün. Umweltaspekte. Ja, nee, weiß ich nicht. Industriesachen, blau oder schwarz, ne, am besten rostend. Und so weiter und so fort. Also da sind wir dann frei. Aber auf jeden Fall werden das dann erstmal unsere Hauptblöcke sein. Und wie gesagt, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich mich ja mal hinsetzen und mir mal ein bisschen Textur überlegen und vielleicht da mal was machen. So, diese Kisten hier, die habe ich schon jetzt angefangen vorzusortieren. Haupterze, also Hauptdust. Beides, also ich kann es verarbeiten, macht aber mehr Sinn eigentlich, die normal zu verwenden. Aber Cassiterit-Sand zum Beispiel ist eigentlich was, was man laufen lassen sollte durch einen Electrolyzer, weil man halt Oxy rauskriegt, braucht man für den da, braucht man für den EBF. Dann haben wir hier Elektrolyse, dann haben wir hier Zentrifuge, dann haben wir hier Mixer oder EBF. Ne, eigentlich Elektrolyzer. So habe ich dich da hinten verfrachtet. Also Electrolyzer ist oben. Oder? Ja, und hier sind halt Mischsachen drin. Erstmal. Ja, und schon ist der und schon durch und schon ist er beim Waffeln durch. Ist doch super. Einzigste Problem, was ich jetzt halt noch habe, ist, egal ob ich jetzt den Forgehammer oder den Maserator brauche, kann ich das auch natürlich mit dem Hammer noch hämmern. Ja, aber macht natürlich am meisten Sinn. Am meisten Sinn würde der Maserator machen, aber nicht. Also den mit Beiprodukt meine ich jetzt. Das kommt ab HV und dann wird auch das unten mal ordentlich gemacht und sonst werden dann Multimaschinen eingebaut, die dann auch noch kommen. Also wie gesagt, es wird jetzt dann auf jeden Fall gleich noch ein bisschen interessant. Oder
in der nächsten Folge interessant. Kommt drauf an, wie schnell das Metz noch werden. So, Forge Hammer. Da geben wir die Kohle raus. Dann gehst du mal schnell durch. So, die 24 nehme ich mit. Und zum Beispiel bei Stone Dust und bei dem ganzen anderen Zeug, wo man nur Blödsinn rauskriegt, sage ich mal. Dann kommt noch der Simple Ore Washer hin, der dann irgendwann mal, wenn ich es jetzt nämlich durch die Zentrifuge jage, kriege ich Stone Dust und vielleicht nochmal Stone Dust. Yay, noch mehr von kann ich erst später brauchen. Ja, mit dem Simple Dust Washer wird es halt einfach nur 100 Liter Wasser, habe ich einen Stone Dust und ist in 0,25 Sekunden fertig. So, okay, du arbeitest bitte da oben. Und du arbeitest da, das heißt, es werden mal. Du brauchst 5 EU, du brauchst 16. Da wird sogar nur eine Engine. Auch nicht schlecht. Gut. Du gehst mal hier rein. Gut. Also, wir haben schon mal zwei Maschinen fertig. Und dann hätte ich gesagt, machen wir gleich die nächsten zwei auch noch. Das ist einmal der so Overshing Plant weg. Die Distillery, was nicht schlecht wäre, weil dann können wir auch endlich mal die andere Combustion Engine bauen, wo man dann Benzin einsetzt. Und den Fluid Solidifier, damit ich mal an Rubber rankomme. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Pumpen. Zwei Circuits, den habe ich schon geholt. Was brauchen wir noch? Eine Kiste. Die bin ich die ganze Zeit beim Herstellen. Also es ist immer so, irgendwann schmeiße ich hier ein Stack Holz rein. Und ja, dann können die laufen. Und dann, wenn ich zurückkomme, habe ich dann vier Stacks Holz. Die schmeiße ich dann einfach da drüben rein und dann kann der über den Zeitraum einfach mal Kisten herstellen. Und ich bin einfach nur begeistert, wenn ich zurückkomme. So, jetzt brauchen wir noch zwei Kabel. Dann hätte ich gesagt, haben wir die nächste Maschine. Jawohl. Dann schließen wir dich da ab. Und dann kommt jetzt als letztes noch die Distillery. Da brauche ich nochmal eine Pumpe. Da brauche ich aber nochmal 6 Bronze. Die sind nämlich, glaube ich, jedes Mal für die Pumpen draufgegangen. So, ich brauche eine Pumpe. Ich brauche zwei. War, glaube ich, ganz gut, ne, dass ich hingegangen bin und gesagt habe, ich nehme mal das ganze Glas mit, aber ich nehme mich oft nach vorne gelaufen. Stelle ich gerade so ein bisschen fest. So, dann kommst du da rein, du kommst da rein. Dann kannst du hier hin und dann brauchen wir eigentlich nur noch das da. Und wir haben die vierte und letzte Maschine auf jeden Fall für heute. Gehst mal dahin. Aber man sieht schon, ne, ich habe bis jetzt noch kein einziges Beiprodukt rausbekommen. So viel zu 11%. Ich habe das schon gemerkt, ich habe das ja auch ein paar Mal getestet. Kommt, passt schon. Also man kriegt schon immer so seine 6, 7 Sachen raus. Ja, aber das kommt halt auf den Stack und nicht auf ich mach mal 3 Stück rein oder so. Und auf einmal gehen die nächsten 2 oder 3 haben auf einmal das Beiprodukt dabei. So, okay. Also, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Die Distillery. Also, wie gesagt, Distillery
Kann man jetzt schön Milch kochen. Und zwar die von Forestry. Ich kann Methangas zu Biogas umarbeiten. Ich kann verwendete Biomasse umarbeiten. Also da gibt es genügend Rezepte, wo man das machen kann. So, habe ich noch irgendwelche Rucksäcke einstecken? Ja, habe ich. Also, Rucksäcke weg. Ich habe genügend Gedöns wieder einstecken, weil wir machen jetzt nämlich als nächstes erstmal die vier Sachen weg. Da kriege ich auf jeden Fall mal 64 Zellen. Die sind wichtig, weil die werden jetzt arbeiten für mich. Das heißt, ich kann jetzt mir endlich auch mal eine normale Zelle machen, eine Universalzelle und pack die einfach mal neben dem Kleber, weil der Kleber, den brauche ich die ganze Zeit. So, was haben wir denn hier alles? Ich kann mir Stahlingots machen. Ja, aber kriege ich auch mit dem anderen hin. Resistoren sind kein Problem. Glowstone haben wir auch schon. Müssten wir auch mal anfangen, die Pflanze anzupflanzen, dass ich da auch nochmal was rauskriege. So, Lootbag LV. Was macht jetzt mehr Sinn? Was habe ich hier? Was könnte ich hier Schönes kriegen? Ja, wenn ich natürlich das Zeug da unten kriegen würde, ne, optimal, wäre super, aber das da wäre cool. Oder der Bogen. Aber meint ihr, wir haben Glück? Ach, wir probieren's. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja. So. Dann haben wir hier noch den da. Da gibt es auch nochmal ein Lootbag. Und der da gibt auch nochmal einen. So, genau. Das ist Gallium Arsenid Crystal. Den, wo wir noch irgendwann brauchen von EBF. Also, wenn der EBF steht, dann haben wir das auch. Das wird auch noch lustig. Die Quest, ne? Hätte ich schon längst. Ja, aber ich will meinen Stahl nicht verschwenden. Damaskusstahl geht auch nicht. So, haben wir noch irgendwo Quests offen? Nein, Drake hat alles sauber aufgeräumt. Aber eine Sache mache ich noch. Ich hoffe, dass der nicht zu lange da braucht. So, dann kommst du noch da rein. Weißt du, du bist auch schon voll. Es wird sowas von Zeit, ne? Ich glaube, ich mache die Coins auf die rechte Seite. So, vom Hauptausgang raus und dann rechts. Müssen wir gucken. So, das heißt jetzt erstmal. Zu weit gelaufen. Genau. Glückwunsch. Dann hätte ich gesagt, wir probieren mal. Also. Test Nummer 1. Wir haben 6 Vakuum Tubes und 4 Red Alloy Wire bekommen. Red Alloy Wire kann man gebrauchen für Circuits. Also momentan habe ich da sogar Schwierigkeiten, da hinterherzukommen. Vakuum-Tubes sind jetzt gerade nicht mehr so aktuell, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, oder wie war das? Ich kann auf jeden Fall das hier. Ja doch, Vakuum-Tubes, freilich kann man die gebrauchen. Klar. Ich bin erst ein Esel. So. Dann Nummer 2. Wir bekommen einen Screwdriver. Jawohl. Können wir wieder einen Schrauben rumdrehen. Vanadiumstahl. Kann man den auch einschmelzen? Hätte ich gern für was anderes. Und 16 Aluminium Gravel. Das waren jetzt alle drei eigentlich nichts Schlechtes. Also.
So viel Glück habe ich normalerweise nicht. Ja, okay. Also, ich habe was Vernünftiges bekommen und keinen Schwachfug, meine ich. Weil normalerweise kenne ich, ich krieg Schwachfug. So, aber wir wollen auf jeden Fall noch was machen, wie ich am Blei. Und zwar, ich müsste jetzt noch 4 Circuits haben. Wie gesagt, und wenn ich dann irgendwann meinen anderen Circuit habe, oder dass ich halt noch mehr herstellen kann. Das heißt, wir müssen jetzt in Soundcraft, glaube ich. Searching for answer. What set requires what set? Ja, what's that? Sehr, sehr gute Frage. And so it begins. Ach so, ich hab, was? Ah, ich habe noch keinen Silverwood Sapling und ich habe noch keinen Greatwood. Die muss ich erst abbauen. Das ist ja total toll. Dann hätte ich mal gesagt, schmeißen wir uns mal ein bisschen Beans on Toast ins Gesicht und trinken noch einen Energy Drink hinterher. Alter, drei Flaschen Energy Drinks. Ey, der müsste jetzt, glaube ich, die nächsten 4 Wochen auf Droge sein oder so. Holla, die Waldfee. So, wie geht's dir? Du bist einigermaßen in Ordnung. Ich glaube, ich habe auf meinem Berg, habe ich, glaube ich, festgestellt, habe ich einen Greatwood. Dann hätte ich mal gesagt, holen wir uns unseren Fliegertier hier raus. Wir fliegen Richtung Greatwood. Hallo. Ich bräuchte mal was von Ihnen. So, ich hoffe, dass du das meiste weg hast. So, Schüssel weg. Ich müsste mir eigentlich mal Scaffolds bauen. Aber das dürfte doch auch schon nicht mehr das größte Problem sein. Nee, überhaupt nicht. Auch mal gleich in die Liste rein. Die werde ich auch noch immer wieder brauchen. So, die Kane. Tut es hoffentlich gleich nicht. Das Sapling. Aber ich muss jetzt erstmal mit den lustigen blauen Bäumen reden. Ich hätte erstmal gesagt, ich rede mal mit dem da hinten. 2 Sapplinge wären super. Und dann kann ich die auch eventuell irgendwann mal vermehren. Aber Hauptsache überhaupt einen Sapling, ne? Weil ich geht halt nicht gerne alle abhauen wollen. So, schreibe ich einfach mal hin Baum. Und wir schwirren wieder zurück. Und ich hoffe, dass, wenn ich dann wieder komme, dass dann Sapling auf dem Boden liegt. Gott, der hatte Abtrieb, nicht Auftrieb. So, am besten 2 Greatwood und 2
Wollte schon Silver Server sagen. Nee, das ist was anderes. Der braucht nicht kommen. Also nicht der Silver Server, der kann kommen, aber verdienen er wo arbeitet nicht. So. Aber der hat auch noch keinen Sapling rausgesprotzt. Ah, wenn es schnell gelaufen wäre, wäre das vielleicht sogar gegangen. Ja, da sieht man mal, wie weit, dass ich schon hinten in der Basis bin. Aber noch keinen Sapling, ne? Ich sehe das schon kommen. Ich krieg weder vom Silverwood noch vom Greatwood einen Sapling. Und dann sagt er, ja. Aber auch leider, glaube ich, kein Dirt einstecken, ne? Sehe ich da oben vielleicht schon irgendwo ein Sapling rumfliegen? Muss sowieso hier noch ein bisschen was abtragen. Hätte mal gesagt, machen wir mal diese. Du willst mich rollen, oder? Sehen wir noch keinen Zeppelin. So, wir tragen noch mal ein bisschen Erde ab. Geht ja Gott sei Dank langsam. Wenn ich mir vorstelle, dass ich das alles noch ebnen darf. Da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis ich das alles weg habe. Okay, was haben wir da hinten noch? Den da. Ist auch noch was drin. Aber nicht so aus. Ich hoffe, der Decayed. Musst du weg? Kannst du weg? Und du? Ah, Sapling. Ich habe einen Sapling fallen sehen. So, dann kommst du auch noch weg. Dürfte ich hoffentlich alles erwischt haben. Wenn nicht, brauche ich irgendwann weg. Aber ich habe meinen ersten Sapling. Ich weiß es halt noch nicht. Muss ich ihn abgeben? Schauen wir nochmal. Nein, ich muss ihn nur haben. Das ist gut. So, und dann hätte ich mal gesagt, mein Stack Zellen da reinschmeißen. Genau, wir fliegen jetzt mit dem Bett darüber. Ja, auf dem fliegenden. Ich weiß gar nicht, wer war das? Sag bloß, da ist jetzt kein einziges Blatt, die spawnt. Ja, aber draufhauen tue ich nicht. Komm schon. Sind schon ein paar despawned, aber es ist halt kein einziger. Ob ich gerade wenn komisch sein soll, wie weit da oben ein Spinnennetz ist. Also, ich weiß nicht, entweder bin ich wirklich komplett blind. Ne, Hirnbaum, Hirnbaum.
Das ist jetzt da gerade entlang gelaufen. Das war doch jemand, der wo Pfeile braucht, oder? Hallo? Komm her. Jawohl, mit der Glücksaxt. Kann ich dich eigentlich mit der weg abbauen? Nö. Meta können vielleicht gehen. Ja. So geht es immer. Ich kann nicht rumstehen. Ich kann nicht rumstehen und gucken. Geht nicht. Also gucken kann ich schon. Und dann stelle ich was fest und dann gehe ich dahin. So, aber das Skelett musste weg. So. Und der Baum hustet mir auch was. Das ist, glaube ich, den zweiten, wo ich es gefällt habe. Ich glaube, ich habe jetzt noch. Schauen wir mal. Ich mache ich mal schnell. Das müsste noch einer sein und das müsste noch einer sein. Dann hätte ich noch zwei. Und da habe ich noch einen, das wäre dann Nummer drei. Ich schaue jetzt gerade in die Richtung. Fliegen auch in die Richtung. Jawohl. Schmeißen wir unsere Hunde auf den Boden. Also Silverwood ist nicht mehr das Problem. Erstmal. Das haben wir die Frage, ja, aber vom Forestry, ich glaube nur nicht, dass der was hilft. Ich glaube, ich brauche den besseren dann. Den Grafter. Was kostest du mich denn bitte? Einen Stick und eine Bronzeplatte. Das ist jetzt gerade ein Witz, oder? Aber ich glaube, der funktioniert halt nicht bei den Bäumen. Ich glaube, ich brauche halt die Soundcraft-Variante. Da bin ich auf jeden Fall ein Stück weg von. Aber wir können es ja testen. Dafür sind wir doch da. Und vielleicht habe ich Glück, ist bis dahin noch der Sapling decayed. Nicht decayed. Decayen bitte nicht! Runtergefallen. Kann man den eigentlich auch in der Maschine bauen? Ja, also das ist Research. Zwei Sticks und ich brauche einfach nur eine Bronzeplatte. Ach, wenn ich sowieso hier schon vorbeirenne. Mal Sachen reinschmeißen. Was Sticks habe ich hinten? Eine ganze Kiste voll, das stimmt nicht, aber ein bisschen was drin. So, dann brauchen wir eine Bronze. Am besten teste ich das jetzt an einem anderen Baum. Und zwar so viel, bis der Grab da kaputt ist. Und dann kommen wir nochmal und bauen nochmal ein. Davon zwei. Davon. Davon. Und.
davon. Dann habe ich den da. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Quest. Ja, ist eine Quest. Dann schauen wir uns mal gleich die Quest an. Forestry and Multifarms. If you got lucky and found some bees in a village, but them in the houses next to some trees. Over time the bees will slowly pull. As using a grafter you can break the leaf blocks. To retrieve a sapling 100% useful for getting the forestry saplings. Ja, also ich habe mir gebaut. Aber das funktioniert nicht mit magischen Bäumen. Danke. Das wollten wir doch bestimmt alle lesen. Rummel. So, ich hätte gesagt, wir hüpfen jetzt genau das ab. Das heißt, wir gehen nochmal beim Greatwood vorbei. Und dann heißt es ja natürlich nicht alles erwischt, aber auch keinen Sapling erhalten. Muss ich hoffen, dass ich halt noch irgendwo einen habe hier in der Nähe. So, dann haben wir jetzt dann hier 54 Meter. Gott sei Dank wieder wegen aufsteigen. So. Bis jetzt sehe ich aber immer noch keinen. Am besten musst du wirklich daneben stehen bleiben, dass du einen kriegst. So, was ich aber noch definitiv aus mittlerweile jetzt Erfahrung sagen kann, wenn ihr so Gardens habt und ihr wundert euch, dass eure Gardens nicht wachsen, dann geht man in eure Umgebung und guckt mal, ob da welche stehen. Weil wenn da nämlich richtig viele sozusagen gewuchert sind, dann müsst ihr erst die abbauen, bevor eure eigenen wachsen. Also da ist es, ich glaube, irgendwann nicht schlecht, dass du ein Gebiet hast, wo du sagst, okay, alles, was da drin passiert, weil sieht man schon hier, ihr hast jetzt zwei, wenn jetzt zum Beispiel geladen, sind es mal ganz schnell 8. Und das ist ja nicht nur der, sondern das sind ja auch meinetwegen noch die Mushrooms und die anderen, die man halt übersieht. Und dann wachsen halt die, wo du bei dir selber hast, halt überhaupt nicht. So. Für mich heißt das jetzt aber auf jeden Fall. Platz habe ich noch. Das heißt, ich kann mal schnell den hier abpassieren und mitnehmen. Ich hätte jetzt eigentlich noch gehofft, dass diese Quest erledigt ist, aber haben wir Pech gehabt. Das heißt, ich werde jetzt schön brav an die Bäume gehen und die noch abmurksen und mich daneben stellen. Mache ich aber offscreen. Immer noch Festplattenspeicher. Und wenn ich das dann habe, dann sehen wir uns sozusagen in der nächsten Folge, wo wir dann endlich in den Twilight gehen, dass wir Blei suchen können. Und dann werden wir uns ein wenig um die Basis noch nebenbei kümmern. Genau. So tun wir das. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, wie immer, ab in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.